Ewald. Morgen, Marion. Stell dir vor, ich habe eine Rückzahlung vom Finanzamt bekommen. 244 Mark und 37. Wow. Hast du Lust, sie mit mir zu verprassen? Heute Abend? Heute geht's nicht. Morgen? Sag mal was anderes. Ist die Frau Meyerbeer schon bei dir durch? Bisher nicht. Wenn sie kommt, sei so lieb. Sage, ich will sie unbedingt sprechen. Wenn sie überhaupt kommt. Die gondelt doch die ganze Zeit in der Weltgeschichte rum. Die wird kommen. Die hat heute einen wichtigen Termin. Ihr vorgeschalteter Scheidungsvertrag, oder wie das Ding heißt, wird heute unterschrieben. Ich habe nur gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann ist eure Ehe genauso schnell im Eimer wie meine mit Birgit. Warum ziehst du nicht zu ihm? Weil. Hallo. Im Esszimmer. Bitte lass das Zimmer jetzt, ja? Morgen. Morgen. Guck mal, wer da kommt. Das ist der Andreas. So, guten Morgen. Morgen, Junior. Ich bringe ihn schon ins Bett. Er ist schon seit 5 Uhr munter. Hast du schon gefrühstückt? Sonst hol dir Teller und Besteck. Kaffee müsste auch noch genug da sein. Danke, danke. Das gibt's ja nicht. Sag, können wir den Termin mit dir und Birgit eventuell früher machen? Ich muss um 11 schon wieder in München sein. Wenn sie im Haus ist, gerne. Schau dir das mal an. Wir müssen Geld haben zum Wegwerfen. Ich hab gehört, ihr habt euch geeinigt. Sag mal, Waffenstillstand. Wir haben uns auf eine Preisliste geeinigt. Altrufer hat 3 neue Leute eingestellt. Ich überlasse sie einen Transporter. Außerdem sind wir dabei, die alte Halle 4 umzunutzen. Ausschließlich für Czerny. Ja, ich weiß, das ist riskant. Aber warum soll ich das Geschäft den anderen überlassen? Außerdem beteiligt sie sich ja an den Kosten. Sag mal, warum zieht ihr nicht zusammen? Hat Cornelia was gesagt? Nee, ich kapier's noch nicht. Cornelia möchte, dass Florian im Haus seiner Väter aufwächst. Wie bitte? Der tiefere Grund ist wahrscheinlich Lena. Sie will ihr das Feld nicht überlassen. Ja, das verstehe ich. Aber warum ziehst du da nicht hier ein? Ich meine, Hedda ist nie da und ich kann mir auch irgendwo eine Wohnung nehmen. Das würdest du tun? Klar, warum nicht? Hier hat man doch nie Feierabend. Alle können reinschauen. Ich fühle mich manchmal schon wie ein Goldfisch im Aquarium. Du willst ein Aquarium? Nein. Ich schau mal, ob Birgit schon da ist. Roland hat vorgeschlagen, sich eine eigene Wohnung zu suchen, falls ich hier einziehen wollte. Roland hat was? Er ist so anders in letzter Zeit. Selbst mit Lena hat er plötzlich keine Probleme mehr. Und gestern ist er wieder erst um 1 nach Hause gekommen. Schon das dritte Mal in dieser Woche. Vielleicht hat er eine neue Freundin. Er ist ein freier Mann. Nein, das hätte ich doch gemerkt. Und was hältst du davon? Soll ich oder nicht hier einziehen? Oder willst du doch lieber zu mir ziehen? Roland hat schon recht, das ist auf die Dauer kein Zustand. Außerdem fehlst du mir. Oh, entschuldigt. Birgit ist noch nicht da. Aber ich habe drüben hinterlassen, dass sie sich sofort meldet. Was habe ich gehört? Du willst dir eine Wohnung nehmen? Ja. Das macht man nicht alles für die Liebe. Frau Meyerbeer, da sind Sie ja. Guten Morgen, Frau Schwammel. Was gibt's denn? Naja, heute ist doch Ihr Scheidungstermin. Ach, das ist doch bloß eine Formalität. Ja, aber dann ist's endgültig.
Bitte nehmen Sie mir nicht übel, wenn ich mich da einmische. In meiner Position, da kriegt man halt zwangsläufig so einiges mit und ich bin immer noch nicht abgebrüht genug, es dann auch damit gut sein zu lassen. Aha. Als Roland und Sie geheiratet haben, da habe ich mich richtig gefreut. Sie waren so ein wunderbares Paar. Ja, ich habe dann natürlich auch die Probleme mitgekriegt. Aber ich finde, Sie sollten wissen, dass Roland Sie immer noch liebt. Frau Stangl, bitte. Er hat sich verändert, Frau Meyerbeer. Er hat zum Beispiel mit Lena Czerny... Ja. Da hat er nur gemerkt, dass er sich ins eigene Fleisch schneidet mit seinem Stolz. Geld, Frau Stangl. Umsatz. Das sitzt viel tiefer bei ihm. Ja, eben. Er ist in Behandlung deswegen, jeden Dienstag und Donnerstag, bei einem Dr. Dornberg. Roland macht eine Therapie? Ja, das ist allerdings... Hallo? Wo bist du ja? Morgen, Frau Stangl. Na, wie geht's? Wie war's in Berlin? Berlin war letzte Woche. Ich war in Köln, bei der Zentrale von dem Kaufhaus. Es kommt vielleicht zu einer Zusammenarbeit. Ich dachte, ihr wollt ohne Läden auskommen. Die stellen uns vielleicht die Verkaufsfläche zur Verfügung und Personal auch. Wir liefern nur das Image und die Klamotten. Ist ja fantastisch. Na, noch ist es ja nicht so weit. Ja, vielleicht könnten Sie Herrn Dr. Straubinger darüber bitten. Kann ich dir was anbieten? Nein, danke. Stangl, guten Morgen, Frau Althofer. Würden Sie Ihrem Mann bitte sagen, dass die Frau Meyerbeer jetzt da ist? Aber vielleicht lässt er den beiden noch eine halbe Stunde. Das ist doch ein sehr endgültiger Schritt. Man kann ja nie wissen. Danke, Frau Althofer. Ja, das ist ja alles wie besprochen. Oder hat sich da noch irgendwas grundlegend geändert? Nee, jedenfalls nicht, was den Scheidungsvertrag betrifft. Steht dir übrigens gut. Ist das aus eurer neuen Kollektion? Nein, das habe ich aus Berlin mitgebracht. Ich wollte Lena zeigen. Wir fotografieren heute die neue Frühjahrskollektion. Du machst eine Therapie? Von wem hast du das? Das spielt doch keine Rolle. Stimmt das? Der Vorschlag kam ja von dir. Insofern hatte unsere Trennung auch ihr Gutes. Und? Nichts und. Ist nur erstaunlich, was da alles zum Vorschein kommt auf dieser Müllhalde von über 30 Jahren Emotionsproduktion. Tja, alle Achtung, dass du das jetzt angehst, das hätte ich nicht gedacht. Ist nur irgendwie schade, dass es jetzt zu spät ist für uns. Wie bitte? Nein, Entschuldigung. Also das möchte ich jetzt genau wissen. Du meinst, nur weil ich zweimal in der Woche beim Psychiater auf der Couch liege, können wir wieder, oder? Roland, mir ist das nicht leicht gefallen. Mir auch nicht, das kannst du glauben. Ich habe gelitten wie ein Tier. Ein Wort, eine einzige Geste, ich wäre sofort umgekehrt. Aber so war es hoffnungslos. Nur, dass du dir jetzt eingestehst, dass du Hilfe brauchst und deinen Stolz überwunden hast. Das gibt mir Hoffnung. Oder? Was denkst du? Roland. Birgit, es ist zu spät. Klar, vor einer Woche, da hätte ich dich jetzt umarmt und hätte wahrscheinlich losgeheult, so wie ich mich kenne, aber... Es ist eine andere Frau. Dr. Straubinger wäre jetzt da. Danke. Gottes Willen, was ist das denn? Dafür braucht man ja einen Waffenschein. Fummel hat eine Sängerin bei Lena bestellt. Chris hat Lena empfohlen, er fotografiert gerade ihre Plattencover. Und jetzt geht sie auf Tournee mit unseren Designs. Tolle Werbung und umsonst. Drüben ist sie auch nicht. Es ist mir jetzt echt zu blöd, ich fahr zu ihr. Was ist denn? Isabella ist verschwunden. Wir waren gestern zusammen im Logo, bis die zugemacht haben. Und sie wollte nicht mit zu mir fahren. Beruhigen Sie sich, Herr Schirmer, sowas kommt vor. Warten Sie wenigstens noch bis Mittag. Außerdem, die Bestellungen nach Barcelona müssen durchgegeben werden. Das soll bitte die Frau Meyerbeer machen oder Lena. Die müssen zum Fototermin. Ja, dann tut's mir leid. Tom!
Da muss ich Tom jetzt aber recht geben. Es ist nicht Isabellas Art, einfach blau zu machen und nichts zu sagen. Ist Lena noch im Haus? Die ist wahrscheinlich schon auf dem Weg nach München. Aber wie ich diese Firma hier inzwischen kenne, macht doch sowieso jeder, was ihm gerade passt. Was haben wir denn, Frau Michel? Nichts, wahrscheinlich einen schlechten Tag. Wir machen nie mehr was zusammen. Und mitkommen darf ich auch nie. Nicht mal nach Barcelona. In London war ich auch noch nie. Ich war überhaupt noch nie irgendwo. Nathalie, ich brauch dich hier. Das hätte ich nie so toll hingekriegt. Ein Rock vielleicht ein bisschen länger. Bei Ihren tollen Beinen? Ja. Was? Wann denn? Wir haben die gesagt, warum? Ja, danke, Herr Kunze. Was ist? Die Polizei ist da. Sie verhören Tom. Warum? Oh mein Gott, Isabella. Sie ist nicht zur Arbeit gekommen heute. Und Tom war die ganze Zeit nervös und wollte zu ihr nach Hause. Waltraud soll sofort Chris anrufen. Ich komme später zum Fototermin. Aber die sollen schon mal ohne mich anfangen. Birgit ist ja da. Das ist ein Irrsinn. Jeden Tag passiert hier irgendwas. Und sehen wir uns heute Abend? Felix wollte ich aussprechen, privat. Ich weiß nicht. Eigentlich hatten Chris und ich schon was vor. Vergiss es. Dann muss ich mir eben bei Frau Michel einen Termin bei dir geben lassen. Grüß Gott, können Sie mich bitte mit Kommissar Bruckner verbinden? Hallo, Herr Bruckner, Lena Czerny hier. Wir haben ein Problem. Ich hoffe, Sie können uns helfen. Nein, nein, schon gut. Ich bin eh schon zu spät. Frau Michel hat angerufen. Frau Czerny wird sich leider verspäten. Ach nee. Frau Meyerbeer, darf ich Sie fragen, ist Felix hier? Nein. Dann ist es also wirklich aus? Frau Stangl, ist von dem Champagner von gestern noch was übrig? Ja, ich denke schon. Dann bringen Sie uns bitte zwei Gläser. Bitte. Warum hat Birgit eigentlich so seltsam reagiert? Weil sie dachte, wir könnten es vielleicht doch noch mal versuchen. Wie das? Ja, das... Na gut, das ist deine Sache. Noch mal kurz zum Tagesgeschäft. Ich habe Dr. Lausitz erreicht. Ach, und? Er wollte keine Namen nennen, aber offensichtlich ist jemand an eurer Firma interessiert. Danke, Frau Stangl. Das darf doch nicht wahr sein. Keine Panik. Er arbeitet als freier Investmentbanker im Auftrag einer Interessensgemeinschaft. Wer genau, hat er nicht gesagt. Und hat er eine Zahl genannt? Natürlich nicht. Aber offensichtlich kannte er die Zahlen aus eurer letzten Wirtschaftsprüfung. Du bist doch nicht etwa interessiert? Sagen wir mal, ich bin nicht mal so sicher. Jedenfalls danke für die Hilfe beim Vertrag. Damit geht's schneller vor dem Familienrichter. Leider deckt sich das nicht ganz mit den Aussagen der Gäste des Internetcafés Logo. Die Kellnerin zum Beispiel hat den Kollegen vom Raubdezernat zu Protokoll gegeben, dass ihre Freundin das Lokal vor ihnen verlassen hat. Herr Schirmer, so kommen wir doch nicht weiter. Ich will Ihnen doch nur helfen. Ich habe doch schon gesagt, ich will erst wissen, was mit Isabella passiert ist. Warum kapieren Sie das denn nicht? Das wissen Sie doch. Überhaupt nichts weiß ich. Es
Sie wurden nach 24 Uhr im Ecstasy gesehen, wo sie eine offene Rechnung von 124 Mark bezahlt haben. Ja, ist das verboten oder was? Lena, Gott sei Dank. Ist schon gut. Herr Bruckner wird das alles aufklären. Hallo Hans, worum geht's denn hier? Die wollen mir nicht sagen, wo Isabella ist. Immer mit der Ruhe. Gestern Nacht oder genauer gegen 4 Uhr früh hat ein Obdachloser in den Lechauern ein Mädchen aufgelesen. Sie war bewusstlos und ist es immer noch. Isabella Cortez? Sie kennen sie? Natürlich, sie arbeitet hier. Was ist denn passiert? Es ist in letzter Zeit zu einigen Raubüberfällen gekommen in der Gegend. Sie muss sich gewehrt haben und dabei... Die Arme. Aber kaum eine Frau geht nach Mitternacht in den Lechauern spazieren. Ich meine, außer sie hat eine Begleitung. Das mag ja sein, aber ich war nicht dabei. Und wie erklären Sie sich dann das? Der Geldbeutel des Opfers. Er lag im Auto von Herrn Schirmer. Dafür hätte ich auch gerne eine Erklärung. Sie hat ihn liegen lassen im Logo. Und leider ist der Herr wegen gewisser Computerdelikte aktenkundig. Warum können Sie nicht einfach warten, bis Isabella wieder reden kann? Laut Doktor kann es 2 Stunden oder 2 Jahre dauern. Sie wurde ziemlich brutal gewürgt und am Schreien gehindert. Kommen Sie. Sie wollen ihn mitnehmen? Ja, was denn sonst? Ich hoffe, Sie haben Herrn Schirmer darüber aufgeklärt, dass er ohne Anwalt überhaupt nichts sagen muss. Das macht sich vor einem Haftrichter nicht besonders gut. Du sagst kein Wort mehr, okay? Ich kann eigentlich nicht viel für Sie tun. Raubüberfälle sind nicht mein Ressort. Ich würde Ihrem Freund raten, sich kooperativ zu zeigen. Lass dich bloß nicht verunsichern, ja? Ich sag Straubinger Bescheid. Keine Angst, es wird sich bestimmt alles aufklären. Wo ist Isabella? Ich kümmere mich drum. Ruf mich an, wenn Straubinger dich da rausgeholt hat, ja? Na, dann wollen wir mal. Thomas, mein Gott, Bub. Ist ja gut, Frau Schirmer. Der Lieblingsspruch meiner Mutter war immer, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es tut mir sehr leid. Ich kann wirklich nichts für Sie tun. Vielleicht können Sie rausfinden, in welchem Krankenhaus Isabella liegt. Ich versuche, Straubinger zu aktivieren. Waltraud, kannst du versuchen, Straubinger zu erreichen? Vielleicht ist er noch drüben bei Roland. Ich warte. Der Thomas ist mein Enkel, der tut sowas nicht. Günther, ich bin's. Find doch bitte mal raus, in welches Krankenhaus das Opfer von dem Überfall heute Nacht eingeliefert wurde. Andreas, mein Gott, wir brauchen dich dringend. Schaffe ich nie bis Montag. Ach, jetzt red kein Mist. Das geht alles, wenn man will. Du hast die Negative bis spätestens morgen. Und wann? Nachts. Ach. Und wenn ich dranhältst, habe ich die Kontakte am Freitag. Okay? Und den Rest machen wir übers Wochenende zusammen. Was ist? Der Künstler hat die Mädels wieder nach Hause geschickt. Ja, aber warum denn, um Gottes Willen? Gute Frage. Das kann ich Ihnen gerne sagen, weil ich zu den Menschen gehöre, die einen Fehler nur einmal machen. Und beim letzten Mal mussten wir alles noch mal von vorne anfangen, falls Sie sich daran erinnern. Lena kriegt die Krise. Aber wenn Sie schon mal da sind, dann können wir vielleicht die Detailaufnahmen vorziehen. Dazu brauchen wir keine Models. Einverstanden? Ja, gut. Darf ich fragen, wo Lena ist? Eine Mitarbeiterin von uns ist gestern Nacht überfallen worden. Isabella. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Thank you.
Isabella. Mein Gott, Isabella? Wieder da? Lena. Ja, Waltraud, hallo, ich bin's. Ich bin jetzt hier im Krankenhaus. Isabella ist gerade aufgewacht, Gott sei Dank. Sag mal, hat Straubinger angerufen? Gut. Wenn er es schafft, Tom loszueisen, dann soll er ihn bitte sofort hierher bringen. Ich warte auf ihn, ja? Ja, natürlich soll er das. Wenn überhaupt einer, dann Tom. Ich will einfach nur nicht, dass er hier alleine ist, weißt du? Gut, also bis später. Herr Schirmer, um Gottes Willen, was wollten die denn von Ihnen? Sie mussten mich wieder laufen lassen, diese Loser. Der Dr. Straubinger hat mich rausgehauen. Moment, ich habe Ihren Schlüssel abgezogen. Danke. Könnten Sie der Frau Michel sagen, dass ich heute nicht mehr kommen kann? Ja, ja. Ja, aber was wollten die denn von Ihnen? Jetzt sagen Sie doch was. Später. Hallo, Frau Stange. Herr Althofer, wir haben Sie erst morgen zurückerwartet. Was ist los? Mozartkugeln. Was sonst gibt es in Salzburg? Musik? Ja, auch. Danke. Bitte, für Sie tue ich doch fast alles. Mein Bruder da? Nein, aber gegen zwei müsste er zurück sein. Tja, gut, dass Sie da sind. Sie sollen umgehend in Düsseldorf anrufen. Dann erwartet Sie Paul Wieland wegen der Muster für die Berliner Messe. Und außerdem hat der Dr. Heinemann angerufen. Gemach, gemach, Frau Stange. Jetzt trinken wir erstmal zusammen ein Tässchen Kaffee und dann Champagner am helllichten Tag. Habe ich was verpasst? Ach, heute ist doch der Scheidungsvertrag unterschrieben worden. Ihr Bruder hält das offensichtlich für einen Grund zum Feiern. Tja, da kennt man einen Menschen über 30 Jahre und denkt, nichts kann einen mehr überraschen, aber Roland... Haben Sie eine Ahnung, was mit ihm los ist in letzter Zeit? Wo ist er überhaupt? Das sollten Sie ihn besser selber fragen. Bitte. Sie machen einen ja direkt neugierig. Eine Frau? Na gut, dann verbinden Sie mich mal der Reihe nach mit den Herrschaften, aber zuerst mit Frau Seiler. Mach ich. Irgendwer muss ihr erzählt haben, dass ich bei Ihnen in Therapie bin. Ja, wahrscheinlich war es meine Sekretärin. Aber inzwischen ist mir das ja auch völlig egal. Jedenfalls hat mir meine Frau daraufhin vorgeschlagen, das Ganze nochmal zu überdenken. So. Und jetzt kommt's. Ich wollte nicht. Allein der Gedanke daran, dass jetzt alles wieder von vorne losgehen könnte, hat mich innerlich geschüttelt. Also ich will Birgit nicht Unrecht tun, aber... Ich bin nicht mehr der Mann, der sie mal geheiratet hat. Das ist mir jetzt schlagartig klar geworden. Tja, das klingt ja alles sehr positiv, Herr Althofer. Aber ich fürchte, wir müssen Schluss machen. Trotzdem möchte ich Sie bitten, sich Zeit zu lassen. Bei allen wichtigen Entscheidungen. Sie haben jahrzehntelang gebraucht, sich dahin zu entwickeln, wo Sie sich jetzt befinden. Ich meine seelisch. Und das kann man nicht schlagartig ändern. Genauso wenig wie ein untrainierter Körper ganz plötzlich zu sportlichen Hochleistungen fähig sein kann. So sehe ich das aber nicht. Eher so, als würde sich die Tür des Gefängnisses öffnen, in dem ich jahrelang eingesperrt war. Ja, auch an die Freiheit muss man sich gewöhnen. Bis nächste Woche. Danke. Gleiche Zeit? Gleiche Zeit. Entschuldigung. Guten Tag. Guten Tag. Ist noch was? Nein, nein.
kommen. Sie darf sich nicht aufregen. Na, wie geht's dir? Halb so schlimm. Ich habe getreten und geschrien und ihm in die Hand gebissen. Nur, als er mir an den Hals ist, da, ab da weiß ich nichts mehr. Ist ja jetzt auch vorbei. Wer? Das kann doch die Polizei später fragen. Isabella, wer war das? Ich weiß es nicht. Der ist mir auf der Fußgängerbrücke entgegengekommen. Und dann habe ich Angst gekriegt und bin weggelaufen. Und dann hat er mich aber eingeholt und hat mir meine Tasche weggenommen. Und dann sind wir zusammen die Böschung runtergefallen. Und also das reicht jetzt, Tom. Ich musste dem Arzt versprechen, dass wir nicht länger als 10 Minuten bleiben. Ich lasse euch jetzt noch kurz allein, ja? Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass es doch noch so gut ausgegangen ist, einigermaßen. Ich komme morgen wieder. Gute Besserung. Danke. Danke. Ich bin selber schuld. Wäre ich noch mit zu dir gegangen, dann... Wir werden uns einfach nie wieder streiten. Okay? Telefon geklingelt und der Dr. Straubinger war dran und der hat die Bullen so richtig zu Sau gemacht. Ja, und wie bitteschön kommst du zu Isabellas Geldbeutel? Wir haben uns gestritten im Logo, wegen dir, und dann ist sie abgehauen. Wegen mir? Ja, da hat sie ihren Geldbeutel liegen lassen. Aber den Kerl kaufe ich mir, ich kann mir nämlich schon denken, wer das war. Du machst jetzt aber keinen Scheiß, oder? Nein, ich mach das ganz unauffällig. Isabella hat gesagt, sie hat ihm in die Hand gebissen. Sowas verheilt nicht so schnell. Du gehst jetzt in die Firma und kümmerst dich um unsere Website. Am Montag kommen die neuen Fotos. Also entschuldige mal. Tom! Ich hab doch jetzt keinen Kopf für sowas. Hör zu, ich tue das jetzt sehr ungern, aber in dem Fall muss ich die Chefin raushängen lassen. Du fährst jetzt bitte in die Firma und wartest dort, bis ich mich melde, klar? Aber ganz sicher nicht. Tom! Oh. Ah, die Frau Straubinger, welche Ehre. Muss das sein? Guten Tag. Erstens habe ich meinen Mädchennamen behalten, damit mein Sohn genauso heißt wie du und ich. Geh doch rein. Und zweitens verstehe ich nicht, warum du nicht gekommen bist zu meiner Hochzeit. Ich glaube nicht, dass du das wirklich wissen willst. Setzt euch da. Hier gehört mal aufgeräumt. Warum? Hauptsache, ich weiß, wo alles ist. Ist aber nett, dass ihr mal kommt. Du weißt genau, warum ich nicht öfter komme. Lena ist doch kaum hier. Meist kommt sie spät nach Hause und fällt dann todmüde ins Bett. Wenn sie nicht irgendwo in der Welt herumjettet oder bei ihrem Freund in München ist. Ach, ein Fotograf? Mhm. Darf ich dir was anbieten? Nein, nein, danke. Ich nehme schon selber, wenn ich was will. Danke. Warum bist du denn nun gekommen? Hm? Doch nicht aus Sehnsucht nach deinem alten Vater. Nicht nach meinem alten Vater. Nach dem Vater, den ich mal hatte, als es noch keine andere Tochter in seinem Leben gab. Na hör mal. Du und dein frisch gebackener Ehemann haben mir Stück für Stück alles weggenommen. Sogar die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Du aus Hass auf deine Schwester und der Mann aus Berechnung. Vater. Alles unter dem Vorwand, mir helfen zu wollen. Alles, um meinem Sohn sein Erbe zu erhalten. Und ich denke, das ist legitim. Du bist blind, Vater, und taub, was Lena betrifft. Andreas hat einen Anruf erhalten von Dr. Lausitz. Ja, der Dr. Lausitz. Er hat ihm gesagt, dass es gewisse Interessenten gibt, Althofer zu kaufen. Das kann ich verstehen, jetzt wo Lenas Firma dabei ist. Wer, Vater? Wer, glaubst du, ist der Interessent, hä? Lausitz ist doch nur der Agent. Wen er vertritt, will er nicht sagen. Na?
Wer? Soll ich's dir sagen? Ja, dann frag sie doch. Frag sie. Ihr habt doch so ein gutes Verhältnis zueinander. Vater, ich muss es wissen. Hallo. Ist der Bruno gar nicht da? Bandscheibe. Warum? Ich suche den Dieter. War der heute hier? Na, seine beiden Kumpels da. Ein Bier? Ein Cola. Was willst du denn vom Dieter? Ich will nicht, dass es wieder Ärger gibt. Die sind im Stand und demolieren die Bude. Dann geben sie ihnen halt Lokalverbot. Du bist gut. Von Althofer allein kann der Bruno nicht leben. Schlecht schaust aus. Ist was. Oh, na endlich, da bist du ja. Und wie geht's, Isabella? Erstaunlich gut, wenn man bedenkt, was sie mitgemacht hat. Ich mache mir mehr Sorgen um Tom. Wo ist der Rest? Wo ist Chris? Wo sind die Models? Chris ist in der Dunkelkammer und entwickelt die ersten Filme. Fertig seid ihr an einem Tag? Ach, Quatsch, die Details. Er hat verschoben, weil keiner von uns da war. Ja, es tut mir leid, ich war auch zu spät. Ich habe heute mit Roland die Scheidungspapiere unterschrieben und nächste Woche vom Familienrichter ist es dann endgültig. Also bitte, mach keine Szene. Ich muss sonst leider anfangen zu heulen. Aber wieso denn? Ich dachte, du und Roland, ihr seid euch einig. Ja, ich verstehe mich ja selber nicht. Aber weißt du, kurz vorher erzählt mir die Stange, dass Roland eine Therapie macht. Ja, zweimal die Woche. Das habe ich ihm mal geraten, nach einer unserer üblichen Auseinandersetzungen, dass er sowas nötig hätte. Lena, warum jetzt? Warum nicht damals? Ich kapier's nicht. Da wird mir einiges klar. Ja, mir auch. Seine plötzliche Kooperationsbereitschaft, die neue Maschine nur für uns, das neue Personal. Ach ja, und eine neue Frau. Woher weißt denn das? Ach, ich hab's ihm angesehen, an seiner Reaktion. Als ich so blöd war, anzudeuten, dass wir es vielleicht noch mal überdenken sollten. Oh, ich könnte heulen. Nur weil Roland jetzt eine Therapie macht. Das heißt doch nicht, dass ihr plötzlich wieder ein Herz und eine Seele seid. Ach, heulen vor Wut. Lena, kannst du mir nicht deinen Chris leihen? Nur für einen Abend. Ich möchte es Roland so gerne mal zeigen. Du spinnst. Wir sind vollzählig. Hallo. Tja, wir sind fertig für heute. Alles klar? Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wir bringen die Negative zu Uwe, gehen vielleicht irgendwo was essen. Und dann können wir die Konzeption für morgen besprechen. Oh, darf ich mit? Bitte. Ich nehme euch auch nicht den ganzen Abend in Beschlag. Wie wär's, wenn du mit Birgit essen gehst? Ich muss mich immer wieder mit Nathalie und Felix treffen. Oder wir gehen einfach alle zusammen. Da soll es ein wahnsinnig gutes neues Lokal in Augsburg geben. Nee, nee, lass mal gut sein. In dem Fall sehe ich die erste Lösung vor. In ein Lokal meiner Wahl? Bitte. Lena, irgendwann musst du dich mal entscheiden. Das ist kein Leben so zwischen den Stühlen. Schau mal, du kennst doch das Spiel. Alle laufen um die Stühle rum, solange die Musik spielt. Wenn die Musik aufhört, dann muss jeder seinen Platz finden, schnell. Und irgendwann sitzen alle. Und du stehst. Ja. Jetzt red keinen Scheiß. Klar kommst du noch mit zum Essen. Emma rechnet mit dir. Ich hole uns nur ein paar Flaschen. Ne? Moment. Ja, hallo? Einen Augenblick bitte. Für mich Pilz. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ihr sollt aufhören, habe ich gesagt. Oder geht's raus? Halt du dich da raus, ja? Sag mal, wie kommst du überhaupt drauf, dass ich deine Spaghetti-Fresse angefasst habe? So, und jetzt zieh mir deinen Handschuh aus. Ich hab einen Motorradunfall, verdammt nochmal. Ach ja? Das ist eine Bisswunde. Du hast Isabella überfallen. Frau Maywald, rufen Sie die Polizei. Ja, wenn Sie bitte gleich eine Streife schicken. Wir haben eine Messerstecherei hier. Was ist denn los hier? Kann man dich nicht mal Bier holen schicken allein?
Wenn ich's dir sage, letzte Woche. Und wie viel? 4 Millionen. 4 Millionen? Boah. Es ist gut und gerne 1 Million über dem Schätzwert. Und was hast du Lausitz gesagt? Dass ich mir das überlegen werde. Erst will ich wissen, für wen der arbeitet. Felix, was gibt's da zu überlegen? Du wolltest immer weg von Althofer, was Eigenes aufbauen. Tja, und wenn es dann soweit ist, dann kriegt man doch die Manschetten. Damals war es was anderes. Da stand Althofer kurz vor der Pleite, aber jetzt? Und mit Lenas Fashion Factory? Weiß Lena von dem Angebot? Vielleicht steckt sie dahinter. Spinnst du? Hallo! Psst! In der Küche! Hi! Hi! Du kommst genau im richtigen Moment. Wie war's in Berlin? Du bist nicht auf dem Laufenden. Das war vorige Woche. Ich war in Salzburg. Und? Er hat den Auftrag an Land gezogen. Was sonst? So, und jetzt setz dich hin, damit du dich von meinen phänomenalen Kochkünsten überzeugen kannst. Ist irgendwas? Was schaust denn so? Nichts, du siehst müde aus. Ja, ich bin müde. Meine, diese Geschichte mit Isabella und Tom? Hab's gehört. Na, Gott sei Dank ist es immer gut gegangen. Naja, aber jetzt spielt Tom den Ritter ohne Furcht und Tadel und will den Täter finden. Er hat nicht zufällig heute Mittag bei euch angerufen? Nein. Krieg ich auch ein Bier? Sicher. Ich kann aber nur bis zum Abendessen bleiben. Lena! Ich muss mich auch mal um Wilhelm kümmern. Er gibt sich solche Mühe, es mir nett zu machen. Vorgestern hat er sogar für mich gekocht. Vater gekocht? Was denn, um Himmels Willen? Pfannkuchen. Er hat Kaiserschmarrn draus gemacht, weil es mit den Wänden noch etwas hapert. Bitte stell das Ding aus. Vielleicht ist es Tom. Es ist Tom. Hallo, Tom? Ich hab ihn. Es war einer von den Rockern, die beim Bruno rumhängen. Er hat sich so die Raten für sein Motorrad finanziert. Dann gehst du jetzt sofort zur Polizei, ja? Schon passiert. Leo hat mir geholfen. Die Cops haben den Typen schon eingeladen. Wo bist denn jetzt? In der Klinik. Isabella kann am Freitag schon wieder raus. Dann geht's ihr besser? Die Frau haut so schnell nix um. Also, bis morgen. Ach, das ist nicht nötig. Du bist jetzt dein eigener Chef. Wie meinst du das? Wenn jemand machen kann, was er will, dann braucht er keine Chefin. Dann ist er selbstständiger Unternehmer. Ja, Mensch, Lena. Ich meine das ernst, Tom. Stell dir mal vor, dir was passiert. Oder den anderen. Dann müsste ich jetzt ohne meinen Computerspezialisten auskommen. Und das wäre wirklich eine Katastrophe. Es tut mir leid, aber das musst du ja wohl wirklich verstehen. Ja, darüber reden wir noch. Er soll Isabella einen schönen Gruß von mir ausrichten. Ich komme sie besuchen. Ich hab's gehört. Also, ciao. Tschüss. Der hat's tatsächlich geschafft. Mit Leo. Hilft mir mal jemand? Ich geh mich mal eben duschen, ja? Mach keine Badearie draus. Bald gibt's Essen. Wer sind Sie? Warum? Weil Sie jeden Abend, den ich tanze, hier sitzen und mich anstarren. Ich schau nur zu, oder ist das verboten? Also wie Sie schauen schon. Wie schaue ich denn?
Sie wissen doch genau, was ich meine. Nein. Mhm. Aber darf ich mich vorstellen? Paul. Paul Wieland. Zahlen bitte.